Hi ihr Lieben, heute geht es um ganz typische Modefehler, die mir im Sommer immer wieder auffallen, die uns schwitzen und leiden lassen und die dazu führen, dass wir uns unwohl fühlen in unserer Kleidung. Wenn ihr diese Fehler vermeidet, werdet ihr top gestylt den Sommer in vollen Zügen genießen, statt zu schwitzen und zu stöhnen und euch den Herbst herbeizusehen. Und wie immer, tragt immer das, wozu ihr Lust habt und pickt euch aus dem heutigen Videos, es ist nur eins, die Tipps raus, die zu euch und zu eurem Leben passen. Nummer eins, nicht in Outfits denken. Oft ist es so, dass wir nicht wissen, was wir bei warmem Wetter anziehen sollen. Wir werden plötzlich von der Hitze überrascht. Man kennt es in Deutschland, dann steigt das Thermometer von einem Tag auf den anderen von 12 auf 30 Grad. Und dann steht man morgens überfordert und bereits schwitzend vom Kleiderschrank. Und dann versucht man den Spagat hinzukriegen zwischen kühl bleiben und halbwegs zivilisiert angezogen sein, statt auszusehen, als käme man frisch aus dem Urwald. Ja, und das ist gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel in unklimatisierten Räumen arbeitet. Und noch schwieriger wird es, wenn man vorher beim Kauf von Kleidung nur in Einzelteilen gedacht hat, statt in Outfits. Denn Layering ist das A und O im Sommer. Man kommt raus aus dem klimatisierten Büro, 30 Grad, die Sonne brennt, das Haar ist geschützt, drei Wettertaft. Wer kennt's noch? Ist auch frei erfunden mit dem, das Haar ist geschützt, oder? Man hatte doch damals nur Lichtschutzfaktor 4 oder 6 und vor allem nicht im Haarspray. Aber ist eine andere Geschichte. Also, ja, im Winter ist es etwas leichter, dann trägt man einfach immer seine Winterjacke, wenn man rausgeht. Im Frühling ist es auch etwas einfacher, behaupte ich mal, denn wir leben im Land der Übergangsjacken. Da hat jeder von uns 4 bis 5 Jacken für jede Wetterlage. Im Sommer wird es dann schwieriger, weil diese Übergangsjacken dann doch zu dick sind. Man braucht eigentlich nur eine dünne Schicht, um morgens die Arme zu bedecken oder wenn sich der Himmel mal wieder zuzieht und es wird ein bisschen kühl, dass man einfach was zum Überziehen hat. Mein Tipp, denkt gerade im Sommer immer in Outfits und zwar in dünnen Zwiebelschichten, die ihr nach Belieben aus- und anziehen könnt und in jeder Schicht fühlt ihr euch wohl. So, es geht um das berühmte dritte Teil im Sommer. Im Sommer sind Outfits oft sehr schlicht, weil man nur Ober- und Unterteil trägt. Das kann ein bisschen langweilig sein und wie gesagt, es kann auch mal morgens und abends oder in klimatisierten Räumen ein bisschen kühl werden. Deswegen ist das dritte Teil so entscheidend und es ist wichtig, dass ihr ein drittes Teil für alle eure Lieblingsoutfits im Schrank habt. Das dritte Teil kann sein eine Leinenhemdbluse, eine dünne Strickjacke, ein Baumwollpullover, ein Leinenblazer. Je nachdem, was euch am besten gefällt. Ein viertes Teil könnt ihr auch dazu nehmen. Vielleicht noch eine leichte Jacke, einen leichten, ungefütterten Trench. Diese dünnen Jacken kann man ja auch sehr klein machen und dann im Sommer in einer größeren Tasche verstauen. So muss man sie nicht ständig mit sich rumschleppen. Ist aber auf jede Wetterlage extern und auch intern, wovon ich ja immer spreche, vorbereitet. Nummer 2, falsche Unterwäsche. Im Winter gibt es das Problem meist nicht, denn man trägt dicke Schichten. Da spielt die Unterwäsche nicht so eine große Rolle wie im Sommer, wo sie sich doch gerne mal abzeichnet unter engen, dünnen und transparenten Stoffen. Ich bin darauf in meinem letzten Video schon näher eingegangen, deswegen verlinke ich das mal hier, falls ihr es noch nicht gesehen habt und fasse mich dazu jetzt kurz. Worauf ich eher eingehen möchte ist, wie kann man auf Unterwäsche verzichten im Sommer? Das kann man, indem man zum Beispiel einen Top trägt, bei dem der BH schon eingearbeitet ist. Das ist äußerst praktisch. Man hat ein 2-in-1-Teil. Auch beim Reisen ist es toll. Man muss nicht für jedes Top einen passenden BH einpacken und hat eine Sorge weniger. Ich trage auch heute so einen Top mit eingearbeitetem BH und damit komme ich zum Hersteller und gleichzeitig Sponsor von Punkt 2 meines heutigen Videos, Uniqlo. In Fashionkreisen liebt man Uniqlo für seine langlebigen und gleichzeitig erschwinglichen Basics. Wenn ihr in einer Großstadt lebt, dann kennt ihr die Marke. Viele von mir schreiben auch, wie sehr ihr die Basics von Uniqlo liebt und ja, ich habe meine ganze Familie schon damit eingedeckt. Ja, also ich zeige euch heute mal die BH-Tops von Uniqlo, ganz neu, 2024 ist dieses Halterneck-Top, das ich heute trage. Und ich zeige euch Shorts aus Leinen und aus Seersucker. Denn diese beiden Materialien oder Stoffe, Seersucker ist eigentlich kein Material, sondern ein Gewebe. Da wurde ich auch letztens korrigiert von jemandem. Ja, und Leinen und Seersucker haben eine grobe Oberflächenstruktur. Und das Gute ist, dadurch kleben sie nicht an der Haut. Es kann Luft zirkulieren zwischen Stoff und Haut und das hält natürlich schön kühl bei Hitze. Diese süße Basttasche ist auch von Uniqlo. Ich liebe so unkomplizierte Taschen im Sommer und die ist auch super für den Urlaub, denn mit so einer verschließbaren Crossbody-Bag ist man bestens vor Diebstahl geschützt. Ich wurde ja vor kurzem bestohlen bei einem Städtetrip, habe ich bei Instagram schon erzählt. Ja, ich hatte eine Crossbody-Bag. Ich habe den Fehler gemacht, die kurz abzulegen und an meine Stuhllehne zu hängen. Tja, und dann passt man ein paar Sekunden nicht auf, ist das Ding weg. Also seid gewarnt.
Also ich verlinke alles, was ich heute von Uniqlo zeige, unter dem Video. Wenn ihr jetzt viele Sommertops im Schrank habt, ohne eingebauten BH, könnt ihr bei einer kleinen Oberweite einfach diese Nippelpads verwenden. Das hat mir mal jemand geschrieben, wozu muss man die denn benutzen? Man kann doch einfach die Nippel zeigen. Ja, kann man. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. In manchen Situationen möchte ich nicht die volle Aufmerksamkeit auf meine Nippel ziehen. Sagen wir mal beim Elternsprechtag. Nur mal so als Beispiel. Ja. Oder bei einer größeren Oberweite ein trägerloser BH. Und da ist mein Tipp, bitte im Wäscheladen beraten lassen. Online-Kauf, das geht fast gar nicht. Also ich habe es auch versucht. Entweder der BH schneidet total ein und man reißt ihn sich nach 10 Minuten vom Leib, weil man es nicht mehr aushält. Oder das Ding rutscht. Also man braucht eine gute Beratung und findet einfach euren perfekten trägerlosen BH, wenn es nicht ohne geht. Und ja, der wird euch viele Jahre dienen, wenn es eine gute Qualität ist. Und wenn man im Sommer gerne hellere Hosen trägt, aus dünneren Stoffen, vielleicht auch ein bisschen enger, dann sind auch nahtlose Slips in einer Farbe, die der eigenen Haut sehr nahe kommt, zu empfehlen. Und dann kann nicht mehr viel schief gehen. So, Nummer 3, zu dunkel. Ja, diesen Fehler mache ich auch immer wieder. Ich trage sehr gerne schwarz, auch im Sommer, weil Modehühner das nun mal machen. Und schwarz absorbiert Wärme viel stärker als helle Farben. So, und ich habe, deswegen sind zum Beispiel die Häuser in südlichen Ländern meist weiß. Ne? So, jetzt habe ich mir letzten Sommer dieses Käppi gekauft, bei H&M meine ich, weiß nicht mehr. Habe ich nie getragen. Warum? Weil einem darunter förmlich das Hirn wegbrutzelt. Viel besser wäre ein Strohhut mit breiter Krempe. Bin auch gerade auf der Suche nach einem. So, und mit so einer breiten Krempe, dann sind natürlich die Schultern und der Nackenbereich auch super schön vor Sonne geschützt. Super schön. Ja. Man braucht natürlich auch Sonnencreme zusätzlich. Ja, vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, wo ich so einen Sonnenhut finde. Ich bin zu faul, in die Stadt zu gehen. Also, ich bin so ein Online-Shopper. Ich sitze gerne in meiner Höhle und scrolle ein bisschen, aber den Strohhüten bin ich noch nicht fündig geworden. Ja, und sowas ist natürlich im Koffer ein bisschen ungünstig. Ja, also ich würde, wenn ich einen Strohhut finde für mich, ich würde den, glaube ich, auf dem Flug tragen. Ich meine, ich sehe immer bescheuert aus, wenn ich in Urlaub fliege. Ich habe immer meinen gesamten Urlaubsschmuck an. Ich trage immer meine Korbtasche, weil ich die auch nicht in den Koffer quetschen möchte. Ich trage alles, was ich nicht im Koffer haben möchte, weil ich nicht möchte, dass es gestohlen wird oder sich verformt. Und somit sehe ich eh aus wie so ein Packesel so ein bisschen. Da kann man auch noch einen Strohhut oben drauf ziehen. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr, oder? Nummer 4, zu einengend. Ja, ist heutzutage nicht mehr so ein Problem in der heutigen Oversized-Ära. Aber damals in den 2010er Jahren, zu Zeiten der Skinny Jeans, da haben meine Leidensgenossin und ich diese Hose getragen. Bei über 30 Grad, einfach weil man daran gewöhnt war, man mochte sie. Ja, heute bin ich aber nicht mehr so leidensfähig und die Hitze kommt mittlerweile auch von innen. Und ja, das sogenannte Schwitzfrieren ist etwas, was man tunlichst vermeiden möchte. Den Begriff habe ich von einer Zuschauerin und ich fand den so treffend. Ja, und deswegen kommt bei mir im Sommer nur weite Kleidung in Frage. Wenn ihr sowas nicht mögt, auch körperumspielende Kleidung ist super, einfach um die Luft zirkulieren zu lassen zwischen Stoff und Haut. Was auch super ist bei Wärme, ist Kleidung mit Schlitzen, zum Beispiel an Röcken oder an Hosen oder bei Oberteilen, zum Beispiel ein tiefer V-Ausschnitt oder eine Knopfleiste, die man aufmachen kann. So kommt bei jeder Bewegung ein kleiner Luftzug an die Haut, auch sehr angenehm. So, dann noch ein Tipp, unabhängig von Mode, für Hitzewelle und Hitzewallung eine Kälteflasche. Also das, was ihr im Winter als Wärmflasche verwendet, das könnt ihr im Sommer umfunktionieren. Also ihr füllt etwas Wasser ein, legt die Kälteflasche in den Gefrierschrank für 20 Minuten oder länger. Müsst ihr ausprobieren, was euch am besten gefällt oder wie lange ihr die anwendet. So, und dann setzt ihr euch auf die Couch, auf den Stuhl, klemmt euch die Wärmflasche zwischen Rücken und Lehne. Setzt euch drauf oder legt sie euch auf den Schoß oder nehmt sie bei einer Hitzewelle mit ins Bett. Das ist so eine Erleichterung. Also probiert es mal aus. Bei Schuhen würde ich bei Wärme einfach Schwitzmaterialien vermeiden. Synthetik, Gummi, sehr geschlossene Schuhe, auch aus Leder sind nicht so geeignet. Also zum Beispiel Sneakers statt aus Leder, lieber aus Canvas. Dieser Stoff ist auch luftdurchlässiger, angenehmer oder aus Mesh-Material, auch sehr schön. Dann noch eine ganz andere Sache. Ich fasse mich kurz. Unter meinen Videos lese ich oft Kommentare, wo ich denke, Moment mal. Ja, da wird dann geschrieben, ab Alter X sollte man keine Tanktops oder Shorts mehr tragen. Und dann denke ich immer, hä? Jeder kann ja über sein eigenes Outfit urteilen und entscheiden, was er tragen möchte oder nicht. Aber nicht über das andere. Also, es geht mich nichts an.
was der andere trägt und es geht den anderen nichts an, was ich trage. Und auch was die anderen denken und über einen sagen, das geht mir auch nichts an. So, oft wird dann so gesagt, ja, aber ich will doch einfach einer Freundin einen gut gemeinten Tipp geben. Überlegt euch ganz genau, ob das wirklich so ist oder ob ihr insgeheim eure Freundin in euer eigenes Weltbild reinpressen wollt. Also wenn ihr zum Beispiel der Freundin sagt, ja, meinst du nicht, ein längerer Rock wäre besser für dich? Denkt ihr dann wirklich, dass die Freundin im längeren Rock besser aussieht, dass ein längerer Rock mehr für sie tun würde? Oder geht es euch darum, dass ihr meint, in dem Alter trägt man keinen kurzen Rock mehr? Dann lieber mal geschlossen halten, mein Tipp. So, Ende der Durchsage. Nummer 5, Schwitzmaterialien. Ja, im Sommer vermeide ich synthetische Stoffe wie Polyester, Polyamid, Acryl, Nylon, wie die Pest. Ja, und auch meine geliebten Denims, die ja aus Baumwolle bestehen, aber leider zu dick sind. Die müssen auch mal Pause machen im Hochsommer. Und auch alles aus Leder oder Kunstleder. Das klebt nur an einem, das ist viel zu dick. Also ich greife nur zu dünnen Stoffen aus Leinen, Baumwolle, die sind ideal. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Warum bin ich so vergesslich heute? Es fängt schon an, ne? Nein, sowas darf man nicht sagen. Also, ich greife auch lieber zu dünneren T-Shirts. Ja, eher zu den günstigen, wo am Stoff gespart wurde, als zu den sehr dicken. Die sind natürlich schön, aber die sind eher was so für Frühling und Herbst, wenn man froh ist, wenn man so eine etwas dickere Schicht hat. Aber T-Shirts, bei denen man so gerade den BH nicht sieht, also ein BH, der wie gesagt der eigenen Hautfarbe sehr nahe kommt, sind perfekt. Nochmal ganz kurz zum Punkt von vorhin, weil ich den eigentlich nicht zu Ende geführt habe. Also, warum muss man Zellulite, Krampfadern, Winkearme und Co. verstecken? Verstehe ich nicht. Viele von uns haben heute das Privileg, ein langes und erfülltes Leben zu führen. Und da werde ich doch nicht die Hälfte meines Lebens meine Arme unter langen Ärmeln verdecken. Nein, Winkearme sind zum Winken da. So, und mein Sohn zum Beispiel, der liebt diesen Schwabbel hier unter meinem Arm. Der kneift da immer gerne rein. Ja, und somit hat er auch seine Daseinsberechtigung und muss auch nicht verdeckt werden. Dasselbe mit Zellulite. Wir alle haben Zellulite. 99,5% der Frauen, behaupte ich mal. Und jetzt bitte nicht unter mein Video schreiben, ich habe aber keine Zellulite. Das interessiert niemanden. Das ist schön, aber es interessiert niemanden. So, also, Entschuldigung, nehmt euch bitte ein Beispiel an den Männern. Die tragen ihren Bauch mit Stolz. Den habe ich mir verdient. So, da mal eine Scheibe von abschneiden und einfach ein bisschen relaxed in den Sommer starten. Ja, so, Ende des Rants. Auch schwere Taschen aus Leder, die am Körper kleben, vermeide ich auch im Sommer. Ich trage dann lieber ganz unkompliziert, wie die Französinnen, Korb- oder Basttaschen oder Taschen aus Canvas mit nicht so dicken Riemen. Im Moment sind ja diese sehr dicken Riemen angesagt. Ich mag die gar nicht. Die sind so sehr sportlich, wenn man so einen sportlichen, androgynen, coolen Stil hat, dann passen die. Aber ich mag meine Taschen lieber ein bisschen eleganter. Unter diesen breiten Riemen bildet sich da auch eine Schweißschicht. Und Kettenriemen, ja, die gehören gar nicht in den Sommer. Stellt euch vor, ihr legt die Tasche neben euch in der Straßenbahn oder im Auto, Sonne knallt drauf, ja, und danach habt ihr einen schönen Kettenabdruck hier auf der Haut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also darauf achten, dass es ein angenehmes Material ist und dass es gute Breite hat und man darunter nicht schwitzt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir mal, wenn ich noch irgendeinen modischen Fehler bei warmem Wetter vergessen habe. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu 7 Outfits, die uns älter machen. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modetipps habt, dann abonniert meinen Kanal, vergesst nicht das Glöckchen und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann!